Was ist mit ihm los? Er mag wohl Clowns. Ist ja ekelhaft. Ekelhaft. Er hat was gegessen? Er hat was. Natürlich, natürlich, dass er was isst hier. Sag mal. Da machen wir das auch. Oh, nee. Also ehrlich. Da habe ich ja schon Schokoriegel oder Sellerie. Oh. Der Protest, den man in den Kunden organisiert hat, war ein großer Erfolg. Okay. Yeah. Ich habe gewonnen. Ich war alleine hier. Ja, und er kommt, natürlich kommt er jetzt angerollt und sagt, ich war an deiner Seite, der war, du hast nichts. Du warst hier nicht beteiligt, Junge. Applaus. Das war ein merkwürdiger Protest. Gute Nacht. Oh Gott, was ist denn hier los? Ich spiele hier. Naja, wenigstens also was. Komm, also isst du mal was? Und er spielt ja den ganzen Tag. Gottes Willen, was machst du eigentlich? Oh. Oh. Stimmt ja, da war ja was. Ups. Ups, was haben wir denn da? So. Marlene ist doch am Jubeln. Nee, du kannst mal nach Hause. Wie jetzt noch? Na, aber siehst du, wunderbar. Erfolgreicher Streich, gegen Macht ankämpfen. Hat jetzt nicht so gut funktioniert, aber ja. Ich meine. Ey, was in der Buchhandlung? Hast du mir ein Buch mitgebracht? Dankeschön. Ja, muss er. So, wie auch immer, wir werden jetzt in die Zukunft reisen. Yep. Wir. Du, ich reise in die Zukunft mal wieder, ja? Ich muss noch was erledigen. Na, wenn du meinst. Pass aber auf dich auf. Weißt du, fischen kann ich. Auch in der Zukunft. Guten Abend. Ne? So, erstmal auf Toilette. Nicht rückbarer Sim, aha. Oh. Der Streich hat funktioniert, ja voll. So, den räumen wir auf und Opa, wir gehen. Ich wollte sagen, wir gehen nochmal duschen, aber wir gehen jetzt einfach mal mit unserem CT15 in die Zukunft. Macht was ihr wollt, du kannst nochmal auf Toilette gehen. Marlene kann, was soll ich machen? Kann Fernsehen gucken. Und du gehst auf Toilette. So, CT15. Dann lassen wir mal losgehen. Ne? Wir müssen mal schauen, ob wir dich noch ein bisschen verbessern können. Das wäre sehr schön, Meister. So. Ich bin zwar nass, aber ich bin gewillt. Letztes Mal ging es ja auch gut. Vor 3 Jahren. So. Komm ran hier, CT. Keine falsche Bescheidenheit. Na dann mal los. Und damit sind wir wieder mal nach langer Zeit. Ich glaube, in Zukunft waren wir in den ersten Folgen. Jetzt sind wir bei 102, über 130. Also, ja. Wie schon mal gesagt, ich werde, und ich habe es schon mal gesagt, aber ich werde maximal 200 Folgen von diesem Let's Play machen. Das ist so, Minimum, also, oder Maximum. Ich will nicht zu viel machen, weil ich möchte einfach alles ausprobieren. Das heißt aber nicht, dass ich wirklich alles, also das ist wirklich jetzt, bis ich das ganze Spiel ausgewrungen habe, sondern einfach so, ich möchte vielleicht noch verreisen, ich möchte mit den Familien alles machen, Fähigkeiten, wie gesagt, in Zukunft, vielleicht die Zukunft verändern, zum Schlechten, oder zum Guten verändern, etc. Solchen Dinge machen. Aber halt, das muss halt in der Story so ein bisschen passen, ne? Die Story ist
Familie Kunterbund, das ist so ein bisschen die Hauptfamilie, wie die halt sich im Leben fügen. Ne, wir haben ja auch eine, diesmal Militär, die könnt ihr auch, was mal, also wir werden schauen. Der Opa auf jeden Fall wird der höchste Wissenschaftler. Und ja, wir werden sehen. Ich werde auf jeden Fall jetzt hier einen Cut machen. Ja, oh Gott. Was ein Mist, aber oh. Erstmal natürlich in Zukunft erstmal was fressen. Ach, guck mal. Ach, wer bist du denn? Ich bin zukünftige Bewohnerin. Ihr werdet alle sterben. Ja, okay. Darum, aber hier fühlt er sich auch zu Hause. Botpa-Unterricht teilnehmen. Das können wir erstmal machen. Da ist es ja gar nicht so schlecht. Was haben wir hier? Ja, Essen, Essen. Rathaus. Ah, Sternabsorption. Astronomie. Eigentlich wollte ich ja das machen. Aber ich glaube. Was ich mich frage, genau, wo. Ich möchte eigentlich. Wollte ja auch. Wo ist es hier? Zeitmonarch. Unverhörlich ein. Du kannst die Zukunft verändern, indem du eines der unterschiedlichen Ereignisse auslöst. Utopische Zukunft? Von freundlichen Gesichtern inspiriert haben, die Einwohner von Oasis Landing ein Paradies erschaffen. Tautragende Blumen zieren die Landschaft und niemand weiß etwas von komischen vergrabenen Gold, das man in der Stadt finden kann. Die Einheimischen laufen vergnügt umher und grüßen einander fröhlich. Unverantwortliche Entscheidungen haben Oasis Landing bis in die Grenzen verdorben. Müllberge blockieren, Meteoroiden zerstören und Spalten tun sich auf. Die Abenteuer verleihen, nach Schätzen zu suchen. Okay, Bella und Boris Robertson. Okay, das ist, aber okay, das, die ist halt bürgerlich klein. Ja, die gehören uns zu uns, gut. Statuen. Mhm. Wach über die Zeit. Statt zu werde der beste Freund der Zeitreisen, verändere die Zukunft in eine utopische Repräsentation der Zukunft, um das Normale oder das Ende zurückzuhalten. Aber wie macht man das? Ich glaube, da müssen wir mit dem Zeittypen sprechen, ne? Dann können wir das irgendwie. Weil wir müssen irgendwie eine Quest haben, dass wir das einschlagen. Gut. Ich glaube, wir müssen mit Emmett reden. Ich will das wirklich mal machen, weil da habe ich richtig Bock drauf. Und wir brauchen ein paar Zukunft. Wir haben ja eigentlich so ein. Ja, wir haben noch unser Ding. Was hat er eigentlich da an? Achso, ja, ist ja. Verwenden, anstatt zu gehen. Das machen wir auf jeden Fall danach. Kristallblume. Genau, und wir müssen ein paar Plumbot-Sachen finden. So, du kannst ja so ein bisschen, mein Freund. Na, guck mal an. Boah, hier. Ne, hier von der dystopischen. Und er hier natürlich. Mhm. Es ist aber schon so geil. Es ist so geil. Das liebe ich einfach an Sims. Mit der Zukunft, die Ideen dahinter. So gut. Ah, da ist er ja. Emmett, ey, Junge, warte mal. Okay, mit ihm können wir nicht reden. Aber ich will Kennzeichnung geben. Ey, da ist doch Emmett. Emmett. Oh, und natürlich Kuchen. Essen. Ey, Emmett. Oh, Emmett. Emmett. Listen, please. Listen. Emmett. Ich habe es mit dir zu besprechen. Ich habe Hunger, Alter. Emmett. Wir sind zurück von der Gegenwart. Kennst du uns noch? Oder hier. Oh. Oh. Ja, ich verstehe. Ich verstehe. Schlag ein, du dumme Sau. Was? Oh.
Oh, du bist nett. Das ist aber schön. Was? Blumen bekommen? Oh, guck mal, wie beliebt wir sind. Endlich werde ich gewürdigt. Endlich werde ich gewürdigt. Oh, hallo. Meine Sensoren schlagen aus. Was ist das denn? Oh. Beep, 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 beep. Hallo, wer bist du? Ich meine, das ist schon ein bisschen... Oh, hallo. Oh, du siehst aber heiß aus. Und tatsächlich... Nee, 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 ich kann nicht. Ich bin ein Roboter. Oh, aber du bist heiß. Ich kann sauber machen für dich. Das ist das Einzige, was ich machen kann. Verstehst du? Oh, na dann, komm mal rum. Ich will Sport machen. Okay. Ja, er soll auch kein Rebell sein. So, benutzt du das jetzt? Davon der alte Mann, wie es immer sein. Ich kann eigentlich einen Jetpack benutzen, aber im Jetpack habe ich Angst, dass er auf die Schnauze fliegt. Der kann jetzt auch mit sterben. Was wollte ich jetzt nochmal? Emmett. Ich suche Emmett. Emmett Brown. Ich würde das gerne mit der... Kann man das irgendwie... Zeitreisender. Erzähl mir von der Zukunft. Das ist, glaube ich... Ja, ich möchte... Ich glaube, das passt bei Ihnen am besten. Yeah. Ich fühle mich so lebendig hier. Ich fühle mich so jung. Oh, ist irgendwie komisch. Würde ich verjüngt werden. Ich fühle mich fitter als zu Hause. Vielleicht die Luft, den Sauerstoff, keine Abgase. Alles ist so lebendig. Man fühlt sich so frei. Paradies eines jeden Wissenschaftlers. Forschen. Ich liebe es. Hier könnte ich auch für immer leben. Au! Aber darauf könnte ich gut verzichten. Und klassische Musik gibt es immer noch. Aber das wird immer sein. Auch in der Zukunft wird es Beethoven geben. Weil das ist so... Auch die Menschen 2050 werden noch Beethoven kennen. Oder hören. So, Emmett, lange nicht gesehen. Ja, ich wollte mal ein bisschen was von... diesen... Geht's dir gut, Junge? Ich wollte mal was wissen über diesen Zeitmonarch-Dings da. Was kann ich damit machen? Jetzt spreche ich noch an! Applaus, Applaus, Applaus! Startet ihr euch jetzt an oder kannst du mal... Ich verstehe es nicht. Level 2 erreicht. Dein Wissen über Spitzenphysik. Ja, okay. Ich möchte mit Emmett reden. Kann ich nicht mehr mit Emmett reden? Du bist hinten geflogen. Okay. Sprich doch. Danke. Was ist mit diesem Manois-Ding da? Mein Freund. Gibt's da mit Aliens oder wie? Ich will gerne darüber was. Mein Freund, damit kannst du die Zukunft verändern. Zum Besseren oder zum Guten. Verstehst du? Also ich kann die Welt zerstören? Also ich bin der Weltenherrscher? So in etwa. Die Veränderung der Zukunft kann sich radikal auswirken. Bevor du die Zukunft veränderst, sieh in den Zeitmanarch, um etwas über die alternativen Zukunftsszenarien zu erfahren. Das werden wir, aber nicht mehr heute, denn die Zeit ist um. Ich glaube, ich möchte ihn, dass er der nächste Zeitreisende wird. Also, wir haben uns ja angefangen, also, dass wir... Ich möchte gerne diese Statue haben. Wache über die Zeit. Ich glaube, das... Weil er ist so ein Wissenschaftler, der mich herausholt. Und er hat ja auch schon ein bisschen die Frisur. Und dass er dann der nächste Emmett wird, sozusagen. Und in der Zukunft, das sehe ich einfach. Das ist so seine Zukunft. Ja? Weil er ist halt wissenschaftlich total... Ich bin die Wissenschaft. Das andere macht keinen Sinn. Das hier macht Sinn. Also bester Freund und verändert die Zukunft zu einer... Okay, das machen wir auf jeden Fall. Beide Sachen. Mal schauen. Das ist auf jeden Fall mein Ziel mit ihm oder sozusagen die Zukunft. Dann haben wir... Das ist für mich mein Endziel. Dann kann er auch gerne sterben oder so. Keine Ahnung. Nein, aber... ich finde, das ist so... Wenn die Statue steht, dann ist so für mich Emmett... Da hat Albert auf jeden Fall sein Ziel erreicht.
Und ja, was sonst noch so passieren wird, sehen wir in den nächsten Folgen. Bis dahin, also ciao, ciao.